spektakulär, laut, ungewöhnlich. Die Auftaktveranstaltung der CeMA 2011 ließ erahnen, wie vielfältig der Bereich Intralogistik sein kann. Ein bisschen wie von Zauberhand entwickelt scheinen die Konzepte und innovativen Ideen der Aussteller manchmal schon. Dabei hat die Messe ein ganz realistisches Ziel: mehr Ressourcenschutz für die Industrie. Die Logistik kann viel dazu beitragen, dass die Wertschöpfungsketten nachhaltig abgewickelt werden, dass es schnell geht, dass sie energieeffizient gefahren werden. Schwerpunkt Nachhaltigkeit auch beim Presserundgang am ersten Messetag. Dieser kleine Flitzer macht zwar Lärm, fährt aber ohne Abgase mit Batterie. Der Rennwagen ist komplett aus Standardbauteilen von Gabelstaplern entwickelt und schafft es von 0 auf 100 Stundenkilometer in weniger als 4 Sekunden. Nicht ganz so schnell, dafür aber sehr vielseitig ist das Zukunftskonzept Cube XX. Das Fahrzeug kann für verschiedene Aufgaben im Logistikbereich eingesetzt und kurzfristig umgebaut werden. Viele Dinge, Technologien, die wir da abbilden, werden mit Sicherheit integriert werden in die neuen Fahrzeuge in die kommenden Jahre. Besonders wichtig für die modernen Logistikfahrzeuge: effiziente Batterien. Dieses Gerät wiegt nur noch 14 statt bisher 200 Kilogramm und lässt sich in 90 Minuten vollständig laden. Den Ladezustand der Batterie und ihren aktuellen Status überprüft diese Software ganz automatisch. Weltweit können über GPS Fehlermeldungen oder Warnhinweise gesendet werden. Wartung und Kontrolle werden so einfacher und günstiger.